Hallo, liebe Kinder, ich bin's wieder, Herr Bömmenheim. Wir haben ja gehalten in der Geschichte von Purim, wo Belshazzar hat sein Fest unterbrochen und er ging schlafen. Nachdem, wo auf der Wand die drei Wörter, wir nehmen Neisekoi Uparsin, gestanden hat und Daniel erklärt hat, Menei, Menei, zählen, Sekoil, abwägen, Oparsin und zerbrechen. Liebe Kinder, als Belshazzar im Bett war und tief geschlafen ist, da er ja relativ gut besoffen war, ging er schlafen. Und mitten in der Nacht bei einem König steht immer vor der Tür ein Diener, der aufpasst, dass niemand rein und raus geht ohne Erlaubnis. Dieser Diener, der gerade jetzt, diese Nacht, vor der Tür gestanden ist, war ein guter Freund und er war ein Anhänger von diesen zwei kleineren Städten Poras und Modai. Diese Diener war ein Anhänger von Poras und Modai. Da diese Diener jetzt gehört hat, was Daniel gesagt hat, was diese Sache da bedeutet, hat er die Gelegenheit ausgenutzt. Und als Belshazzar tief im Bett schlief, ging dieser Diener rein ins Schlafzimmer vom König. Er ging zum Bett von Belshazzar, hat aus seiner Tasche sein großes Schwert rausgeholt. Belshazzar hört nichts und sieht nichts, er schläft tief und fest. Und er ging zum Kopf von Belshazzar und er hat gezählt. 1, 2 und 3. Und er hat den Kopf von Belshazzar abgeschnitten, abgehackt. Belshazzar ist tot. Mit diesem Kopf ist er rübergelaufen nach Poras und Modai und er hat dort erzählt seine Freunde, was jetzt hier passiert ist. Belshazzar ist tot. Hier der Kopf. Hier habt ihr den Kopf von Belshazzar. Belshazzar ist tot. Lass uns einen Krieg machen jetzt gegen Bovel. Und wenn ihr mich fragt, ja, warum sollen sie jetzt den Ja gewinnen? Warum sollen sie jetzt plötzlich den Krieg Ja gewinnen? Ganz einfach, liebe Kinder. Ein Krieg braucht einen Wegweiser. Jeder Krieg, jedes Militär braucht eine Strategie, einen Wegweiser, wie genau, wo genau, wer genau und wann genau geschossen werden muss und geschossen werden soll. Falls es ein Durcheinander gibt, jeder macht, was er will. Er kommt mit dem Flugzeug, er mit dem Helikopter und er kommt mit der Kanone und er kommt mit dem Panzer, gibt es ein riesen Durcheinander und so kann man keinen Krieg machen. Es braucht einen genauen Wegweiser. Jetzt kommt das Flugzeug, jetzt kommt die Kanone, jetzt kommt der mit dem Schießgewehr. Ein genauer Wegweiser, das macht normal ein König. Da aber Belshazzar jetzt tot ist, gibt es keinen Wegweiser, gibt es keinen, der den Krieg führt. Also, jetzt hat Poras und Modai eine gute Chance, den Krieg zu gewinnen. Und wirklich ging Poras und Modai und im frühen Morgenstunde begannen sie mit einem Krieg gegen Bovel. Wenn die Militärmenschen von Bovel das sahen, natürlich haben sie an die Tür von Belshazzar geklopft. Hallo, Herr König, bitte aufstehen, wir haben hier Krieg. Hallo? Belshazzar, Herr König? Keine Antwort. Warum nicht? Belshazzar ist ja schon lange tot. Das wussten die aber ja nicht. Sie haben an die Türe gehauen und geklopft. Als sie sahen, niemand macht auf, sind sie ins Zimmer reingegangen.
ganz ruhig und still, mit Ehrfurcht, sind sie zum Bett gegangen. Das macht man normal nicht so, aber hier ging es um Leben und Tod. Hier, wir haben einen Krieg. Sie gingen zum Bett von Belshazzar, ruhig und langsam. Hallo, Herr König, aufwecken. Sie gingen immer näher und näher ran ans Bett. Und wenn sie ganz nahe waren und die Decke ein bisschen aufgehoben haben, haben sie sich erschrocken. Hä, da liegt ja ein König ohne Kopf. Was ist das? Was sollte das? Und es begann ein Riesendurcheinander. Man hat Ambulanz gerufen, den Notarzt gerufen, Polizei soll den Kopf suchen. Es begann ein Riesendurcheinander. Wo ist der Kopf von Belshazzar? Was ist hier passiert? Was ist hier geschehen? Aber unterdessen kommt Poras und Moronai immer näher und näher. Und da es keinen Wegweiser gab, der genau sagte, wer und wo und wie der Krieg gemacht werden soll und der Krieg gemacht werden muss, hat das mal wirklich Poras und Moronai gewonnen. Es gab für eine kurze Zeit, wie wir gerade sehen werden, kein Bowl mehr, sondern jetzt hieß es Poras und Moronai. Und der König war als erstes Dedarjowesh. Er war nicht so lange König, er war schon anderthalb Jahre. Nach ihm kam ein König Koiresh. Der war auch nicht so lange König, der war zweieinhalb Jahre König. Nachdem gab es kein König mehr. Nebuchadnezzar, der ist schon lange gestorben. Evil-Merodach ist schon tot. Belshazzar ist tot. Darjowesh tot. Koiresh tot. Und es gab keine Kinder. Also gab es jetzt in Bobel oder Poras und Moronai keinen Nachfolger. Es gab keinen König mehr. Nicht in Bobel, nicht in Poras und nicht in Moronai. Es gab keinen König mehr. Es gab aber eine Tochter von Belshazzar. Die war ja eine Prinzessin. Die hieß Vashti. Vashti war eine Tochter von Belshazzar. Die war eine Prinzessin. Ein Kind von einem König heißt ein Sohn, ein Sohn von einem König heißt ein Prinz und eine Tochter heißt Prinzessin. Die Vashti war eine Prinzessin, die konnte aber nicht heiraten, da sie konnte nicht Königin werden, da sie nicht verheiratet war. Früher mal war das so, ich glaube sogar heute ist es noch so, wenn einer König oder Königin werden will, muss sie oder er erst verheiratet sein. Vashti war nicht verheiratet. Andere Nachfolge gab es aber nicht. Es gab nur eine Prinzessin Vashti. Liebe Kinder, wir werden ein andermal weiter erzählen. Bis bald, macht's gut, vergesst nicht, wir sind Jiden, wir glauben in Gott. Seid weiter fröhlich. Bis bald, euer Rebbe Menachem.